Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Wer mich und meinen Kanal kennt, der wird wissen, dass ich im Jahre 2019 mein Körpergewicht im Zuge der Krisenvorbereitung um 35 Kilo reduziert habe. Das kann man durchaus als Erfolg bezeichnen. Leider gibt es auch Schattenseiten. Mehr dazu nach dem Intro. Mein neues Lebensgefühl mit 35 Kilogramm weniger in Worte zu fassen, ist definitiv nicht einfach. Wenn ich sagen würde, ich fühle mich großartig, dann würde das die Sache nicht mal annähernd auf den Punkt bringen. Unnötiges Körpergewicht zu verlieren, Fett zu reduzieren, Kraft und Ausdauer aufzubauen, verändert im Leben einfach alles. Egal, ob es um den Arbeitsalltag geht, um Sport, Kleidung einkaufen, egal was, alles macht mehr Spaß. Das kann ich euch versichern. Im Sinne der Krisenvorsorge bin ich jetzt zuversichtlicher für zukünftige Krisen und ich bin mir sicher, dass ich es in einer schwierigen Situation, wortwörtlich ausgedrückt, leichter hätte als noch vor 2019. Im Grunde genommen war das Abnehmen viel einfacher, als ich mir das vorgestellt hätte und ich weiß nicht, warum ich so lange damit gewartet habe. Eine Kombination aus der Intervalldiät und viel Bewegung hat für mich den Erfolg gebracht. Die Motivation für mein Training war Ende vorigen Jahres schon sehr, sehr hoch, auch durch die Gewichtsabnahme, die ich hinter mir hatte. Ich habe dann angefangen, gewisse Übungen zu kombinieren, und zwar zu einem Zirkeltraining. Und zwar habe ich Liegestütz gemacht, Kniebeugen und Sit-Ups. Begonnen habe ich hierbei mit 45 Liegestütz, 45 Kniebeugen und 45 Sit-Ups. Dann habe ich eine kurze Pause gemacht und dieselben Übungen mit 40 Wiederholungen noch einmal durchgespielt. Dann mit 35, dann mit 30, dann mit 25, mit 20 und so weiter. Ihr wisst, wo die Reise hingeht. Wenn man das dann zusammenrechnet, dann habe ich in 20, 25 Minuten 225 Liegestütz, ebenso viele Kniebeugen und auch so viele Sit-Ups gemacht. Eigenartigerweise ging das ein paar Mal gut. Also ich habe hier keine Probleme gehabt und ich war richtig aufgepumpt nachher und mein Körper hat auch sofort reagiert mit Muskelaufbau. Leider habe ich zusätzlich auch noch mein normales Krafttraining gemacht. Also ich habe weiterhin an den Geräten und mit Gewichten trainiert. Ich habe Wandertouren gemacht und so weiter und ich bin auch am Laufband gegangen. Leider hat mir das mein Körper dann mit folgender Rechnung bezahlt. Ich habe Schmerzen bekommen in der rechten Schulter. Zuerst habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Es war auch nicht schlimm. Es war ein leichtes Stechen. Irgendwann habe ich dann sogar angefangen mit Klimmzüge, weil ich mich gefreut habe, dass ich das jetzt auch mal schaffe, weil mit 35 Kilo weniger kann man auch Klimmzüge machen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass meine Schulter das nicht wirklich verkraftet. Der Schmerz wurde immer mehr und es ging dann wirklich schon über 2 Monate und ich hatte keine Wahl mehr, ich musste zum Arzt gehen. Nach einer Ultraschall- und Röntgenuntersuchung kam dann heraus, dass ich zwar keine beschädigten Knochen, Bänder oder Muskeln habe, aber einen entzündeten Schleimbeutel und den Ansatz der Bizepssehne konnte man auch schon sehen, dass hier eine Entzündung vorhanden war. Somit hatte ich keine Wahl und ich musste mein Training Anfang 2020 abbrechen. Also ich mache jetzt schon eine Zeit lang keine schweren Kraftübungen mehr. Ich gehe zwar immer noch am Laufband und ich gehe auch noch wandern, aber ich trainiere nicht mehr so hart wie Ende 2019, weil es gar nicht mehr geht. Zusätzlich muss ich jetzt noch Therapien machen. Also ich gehe in Behandlung mit Strom, Massagen und Ultraschall. Und das mache ich jetzt 10 Mal. Jetzt bin ich bereits beim 9. Mal und es wird auch schon deutlich besser. Aber ich kann das Training zurzeit noch nicht aufnehmen. Das war dann doch alles in allem ein herber Rückschlag für mich. Erstens war ich top motiviert, weiter zu trainieren und ich konnte plötzlich nichts mehr machen, was mit Kraft zu tun hat. Leider muss ich jetzt meinem Körper auch die nötige Zeit geben, damit er wieder heilen kann und ich nehme das Training erst wieder auf, wenn meine Schulter auch wieder gesund ist. Es fällt einem auch erst auf, wenn man Probleme bei der Schulter hat, wo dieses Gelenk überall beteiligt ist. Also das ist Wahnsinn, wo man überall Schmerzen hat, bei welchen Bewegungen, wenn man nur mit der Schulter Probleme hat. Also das war mir so nicht bewusst und ich hatte früher auch noch nie große Probleme bei der Schulter. Trotz allem lasse ich mich sicher nicht unterkriegen und damit ich mein jetziges Gewicht auch sicher halte, habe ich mein Ernährungssystem von 2019 wieder aktiviert. Das heißt, ich esse jetzt wieder jeden zweiten Tag nichts
Und das werde ich jetzt so lange weiterführen, bis ich wieder so weit gesund bin, dass ich trainieren kann und wenn, dass ich auf 90 Kilo circa komme. Dann werde ich versuchen, aktive Masse wieder aufzubauen und auch durch das Training wieder auf einen besseren Stand zu kommen. Das Training, das ich jetzt weiterführe, ist definitiv das Laufband und ich gehe auch draußen und wenn es das Wetter mal zulässt, werde ich auch beginnen mit dem Radfahren. Dazu versuche ich auch beim Gehen auf dem Berg zum Beispiel oder hier auf dem Laufband durch die Steigung die Intensität hochzuhalten, also auch trotzdem ordentlich Fett zu verbrennen. Und vielleicht schaffe ich es motivationstechnisch auch, dass ich das Training an die Tage lege, wo ich nichts esse. Dann kann ich das Defizit noch weiter in die Höhe treiben und mein Fettabbau wird beschleunigt. Auch wenn ich das Training einstellen musste, habe ich bisher noch keine Aufwärtsbewegung bei meinem Gewicht feststellen können. Ich habe zum Teil auch die Diät ein bisschen schleifen lassen und es mir auch mal gut gehen lassen, aber ich war jetzt noch nie über 97 Kilo. Durch die Tage, die ich jetzt nichts esse, bin ich jetzt sogar wieder auf 94 Kilo zurück. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 36 Kilo verloren im Gegensatz zu 2018. Es gibt auch einen Vorteil für mich, der mir hier etwas Positives zuspielt und das ist, dass es in den Geschäften, bei uns in den lokalen Geschäften, immer mehr Low Carb und Proteinprodukte gibt. Mit solchen Produkten habe ich doch einiges an Gewicht auch verloren, weil man dadurch negative Lebensmittel, also ungesunde Lebensmittel, durch proteinreichere, fettärmere und zuckerfreie oder zuckerreduzierte Produkte austauschen kann. Und gleich an alle Zweifler, mir ist bewusst, dass diese Produkte zum Teil etwas teurer sind und dass hier sicher nicht die besten Eiweißquellen in den Lebensmitteln drinnen sind. Das ist mir klar. Das heißt aber auch nicht, dass ich mich nur von solchen Spezialprodukten ernähren muss, aber hin und wieder ein Eiweißdrink oder ein Eiweißriegel oder Eiweißbrot oder was es jetzt da nicht noch alles gibt, schadet sicher nicht und dass das beim Abnehmen hilft, das kann ich an meinem Körper 1:1 beweisen. Also das geht. Also hin und wieder so ein Eiweißprodukt oder Low-Carb-Produkt mal hineinzumischen, ist sicher kein Problem. Zusätzlich schaue ich aber trotzdem, dass ich mich eiweißreich ernähre, kohlenhydratarm, Zucker und Alkohol sowieso vermeide und ich koche, wenn ich koche, auch halbwegs Low-Carb, soweit das möglich ist. Ich kann es nur immer wieder betonen, mein Gewicht zu reduzieren, jetzt im Zuge der Krisenvorsorge, war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Auch wenn das nichts mit Krisenvorsorge zu tun gehabt hätte, war es eine super Entscheidung und ich kann das jedem nur empfehlen. Ich fühle mich besser, ich fühle mich gesünder, ich bin aktiver, meine Laune ist besser, also auch für die Psyche ist das besser. Daher kann ich euch nur raten, versucht ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden und reduziert euer Fett, steigert eure Kraft und eure Ausdauer. Die Sache mit der Schulter ist sicher keine angenehme Sache und ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich vielleicht beim Training etwas übertrieben habe, aber ich lasse mich von diesem kleinen Rückschlag sicher nicht demotivieren und ich werde auch trotzdem dranbleiben und ich werde auch versuchen, 2020 ein gesunder, sportlicher und fitter Mensch zu bleiben und auch noch meine Kraft und meine Ausdauer weiterhin zu steigern. Also für mich ist die Schulter jetzt sicher keine Ausrede oder ein Grund, warum ich mich demotivieren lasse. Ich habe es jetzt so weit geschafft und das mache ich mir auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Ausreden kaputt. Und ich schaffe das, meine Schulter wird wieder gesund werden und dann geht es wieder weiter. Ich hoffe, dieses kleine Update im Bereich Fitness kann den einen oder anderen vielleicht motivieren, auch in diese Richtung etwas zu machen. Und selbst wenn es nichts mit Krisenvorsorge zu tun hat, kann ich euch nur raten, ein bisschen Gewicht zu verlieren, sportlicher zu werden. Das verbessert euer Leben in jeder Hinsicht. Wenn es doch um Krisen geht, dann solltet ihr auch die körperlichen Grundvoraussetzungen nicht vergessen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, um zukünftige Krisen überstehen zu können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben hier. Wenn ihr einen Kommentar für mich habt und zu meiner Fitness, dann lasst ihn unterm Video da. Wenn ihr noch nie auf meinem Kanal wart, dann würde ich euch herzlich um ein Abo bitten. Und das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Prepper Fox.